Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Mafia 3. Wir sind wieder da und Okay, mach weiter. Ich mach einfach mit. Ich steige ein. Guck mal, wir haben hier einen Kleiderschrank. Hab ich gesehen. Outfits wechseln, das ist glaube ich neu, oder? Ich glaube, das ging vorher nicht. Action, formell, speziell. Was haben wir denn für speziell? Oh, guck mal. Fahrerin stilvoll in der Hangar 13 Jacke. Okay. Yeah. Schön. Oh, und hier Bundesagent. Aha. Der ist cool. Der sieht geil aus. Muss ich ja mal sagen. Was ist formell? Aha, Mr. Clay. Öffnungszeiten. Kellner. Und Action. Yeah. Also CJ hier. Auf Urlaub. Full Metal 2. Full Metal. Ich muss sagen. Ah, ganz ehrlich, ne? Der hier. Das ist meiner hier. Guck mal. Yeah. So, und jetzt schreibt man. Alter! Ich habe Geschichten gehört, was in diesen Räumen passiert ist. Jetzt schreiben wir selbst welche. Jawohl. Jetzt haben wir auch noch eine richtig geile Karre hier am Start. Passt zu unserem Äußeren gerade. Einfach mega nice. Wir drehen jetzt Fast and Furious New Orleans. Zurück bei Native Sun, liebe so, pass auf. Ihr wisst, ist es 4 Wochen her, dass was machen wir denn jetzt? Der Roten Armee durch Prag gerollt sind. Die sogenannte Sowjetautodiebstahl behält Osteuropa weiter okay. Fest im Würgegriff. Machen wir. Aber ich kann euch sagen, also toll, Auto schon kaputt. Machen es die Tschechen neue Outfits. Nicht gerade leicht. Ja. Im Gegenteil. Schön. Witze auf, extra Outfits und Kleiderschrank. Okay, haben wir schon. Leisten den Invasoren Widerstand und das völlig. Komm mal da. Scheiße, da kommen wir nicht durch. Boah. Nur so an der Nase rum, dass sie Kacke. Ihren eigenen Schwanz jagen. Was? Wie kann man einer solchen Revolution tatenlos zusehen? Wie blind muss man sein, um nicht zu erkennen, dass diese Trotzkisten und Leninisten nichts anderes als Schulhofrüpel sind? Weg! Ups. Ja, passt schon. Die Kiste hält ein bisschen was aus, glaube ich. Autos waren früher einfach stabiler als heute. Ist einfach so. Also wir fahren 120. Aber was ich da in Wirklichkeit höre, oh mein Gott. Was die Roten hören, ist, dass wir einfach nicht kämpfen wollen. Ups. Da kommen wir nicht lang. Verpisst euch. Die Haitian X-Glühen. Nein! Oh, Alter. Als hätte das Auto gerade automatisch dahin gelenkt. Unfassbar. Aber ich glaube, wir sind schneller als die Cops. Alter! Boah, wie krass, die sind schneller wie wir. Ah, okay, wir können nicht schneller. Super. Boah. Alter. Okay, kann ich den letzten Checkpoint laden irgendwie? Oder habe ich jetzt keinen Bock drauf? Ja, hier kommt Checkpoint laden. Auf die Kopf. Oh, nee. Also, wenn es eins gibt, was ich bei Mafia 3 absolut hasse, sind es die Kopfverfolgungsjagden. Weil die einfach. Als hätten die ein Auto, wo die einfach so einstellen, ne? Und die einfach hinterher brausen. Die sind immer genauso schnell wie du und das finde ich so unrealistisch, sorry. Die machen auch keine Fahrfehler. Also wenn du so straight away geradeaus fährst, du musst zweifelsohne irgendwann aussteigen und musst dich irgendwo verstecken. Gut, das mag vielleicht realistisch sein, aber es geht mir auf den Nerven. Sorry, aber Mafia 3 ist alles andere als realistisch. Zumindest in anderen Punkten ist es nicht realistisch. Ne? So, und deswegen lade ich jetzt den Checkpoint. Das ging mir einfach ein bisschen auf den Zwirn gerade. Da hab ich keinen Bock drauf. Oh, ist mir zu stressig, hör mal. Das ist mir zu stressig. Ich will auch eigentlich lieber die Mission machen. Ich habe ehrlich gesagt eben gar nicht gecheckt, dass wir schon bei 120 waren. Erst als ich dann gesagt habe, oh, wir sind bei 120. Aber Bremsen ist was für Muschis. Hallo? Hi. Oh, jetzt sind wir auch woanders da, oder? Sind wir... Ja, die hat ja auch so dicke Karren. Eigentlich dürfte ich das Auto jetzt nicht nehmen. Oh Gott. So, ich wollte... Wo wollte ich denn hin? Hier wollten wir hin. Autodiebstahl. Lass mal machen jetzt da. Autodiebstahl immer. Jetzt auch noch das Auto in Schwarz, das sieht auch schön aus. Nice. So, auf mit dem Lachs. Und dann mal hingedüster. Jawohl, ein Cabrio bei Regen. Kann man das zumachen irgendwie? Komm, man kann das Cabrio doch bitte zumachen. Ernsthaft nicht?
Ne, das ist rausspringen. Halt! Mein Auto wird gefunden! Dieses Wetter in letzter Zeit. Unwerfend. Scheiße. Okay, man kann das Cabrio echt nicht zumachen. Das finde ich echt ein bisschen enttäuschend. Finde ich schade. Ne, das ist eine Waffe. Okay, komm. Bevor ich jetzt wieder verkacke oder so, machen wir lieber mal die Mission jetzt hier. Wie gesagt, wir müssen ein Auto klauen. Hier am Hangar. Wir müssen jetzt natürlich die Untermänner immer noch von Makano. Ach, das ist gar kein Autodiebstahl. Ach so. Oder doch? Ah, doch. Doch, ist ein Autodiebstahl. Wir sind immer jetzt noch dabei, die Untermänner von Makano sozusagen auszuschalten, damit wir... Manche von diesen Jugendlichen heute anziehen. Naja, was soll's. Wenn sie die Haare bis zu den Füßen runterwachsen lassen wollen und rumrennen... Damit wir quasi den Boss sozusagen rauslocken können. Was er schon? Okay. Warte mal, ich muss hier weg. Spreng rein da. Macht's gut, ihr Pisser. Lutscht mein Qualm. Pass auf, jetzt machen wir hier einen schönen 180. Ja, perfekt. Perfekt, der war super. Da kann Vin Diesel noch was lernen haben. So, aber hier oben haben wir noch eine Mission. Hier fahren wir auch gleich hin. Okay. Die waren zu weg, die waren, glaube ich, schon gedespawnt. Okay. Das ging aber schnell. Boah, Alter. Ich hab's heute wieder drauf, ne? Wo müssen wir denn lang? Hier müssen wir lang, alles klar. Ich bin heute wieder voller Skill. Ich merke da doch heute schon. Das ist so ein richtiger. Boah. Es geht einfach durch mich durch. Und ich bin wieder zu weit gefahren, aber das macht nichts. Ich glaube, wir können auch genau hier noch abbiegen. Weg. Fahr ich dich überlaufen, Junge. Das ist ein Gehweg und kein Stehweg. Bist du doof oder was? Das ist gar kein Gehweg, wo du läufst, Junge. Glaube ich jetzt. Achso, hier müssen wir... Ah, okay. Warte. Fahr mal hier rum. Farmorama. Bleib hier stehen. Ah, ein bisschen doof geparkt. Das stimmt schon. Aber wenn man das einigermaßen geschickt anstellt, reicht es eigentlich, wenn man nur einen tötet. Also wirklich nur das Ziel sozusagen. Das hat ja eigentlich bis jetzt auch immer ganz gut funktioniert. Danke. Mir doch scheißegal, ob die Wachposten da mir jetzt ja nicht. Aber ja. Haut's rein, ihr Pieser. Wir sind unter Beschuss. Kommt sofort her. Naja. Los mit euch. Pisst euch immer nicht so ins Hemd. Oh, guck mal, da hinten sind die. Das ist Verstärkung. Schön. Naja. Moin! Macht's gut, ihr Pisser. Schön. Okay. Was haben wir hier noch zu tun? Nichts mehr? Okay, ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwas dazu, aber irgendwie ja nicht so. Was ist das? Point Verdun? Nikki Berg, die vom Leben Gefickten. Okay. Klingt Story of my Life und so. Schmuggel. Pablo hat dann sehr persönliche Gründe, dir zu helfen. Okay, komm, wir fahren dahin. Und zwar in die andere Richtung. Wir müssen aber gleich auf jeden Fall mal die den Waffen-Oppes anrufen. Also der uns immer die Weapons bringt. Denn wir sind etwas, ich möchte es fast ausgelaugt nennen. Und da brauchen wir ein paar Waffen. Oh, ich hab's Radio aus, ne? Wollte ich nicht. Ah. Dun, da, da. Okay. Mein Auto fährt noch und deins. Oh, Alter, man müsste hier fahren. Ich bin Gegenverkehrdüser aus Leidenschaft. Ey, aber der beim Abbiegen muss er aufpassen, was er macht, ne? Mal ein bisschen gucken. Okay, wir mal. So. Das Auto habe ich so gekauft, ne? Parkst du mal da. Hey, hier rüber. Was? Hey, hier nix. Hey.
Sie haben auf mich gewartet, oder? Richtig. Pablo Duarte. Gehören Sie zur Firma? Nicht direkt. Ist das ein Problem? Nicht, wenn Sie helfen können, zu verhindern, dass Geld an diese Kommunistenschweine in Kuba geht. Sie sind beim kubanischen Revolutionsrat. Ich habe dieses Desaster überlebt damals im Jahr 61. Bin hier gelandet. Ich habe aber noch Verbindungen. So hatte ich dann Frank Paganis Schmuggelorganisation auf dem Radar. Einer von seinen Leuten, Pops Holland, betreibt den Frachthof. Macht eine Menge Geschäfte mit Havanna. Von diesem Kommi-Gelaber über gemeinsam besitzet mir kotzübel. Diesen verdammten Motherfuckern ist nur Geld wichtig. Seit Marcano River Row verloren hat, lässt er Pops Lagerhäuser leerräumen. Er lässt sogar seine beschissenen Waren übers Wasser einfliegen. Keine Ahnung, wo genau sie abgeworfen werden, aber Pops hat einen Funker, der für ihn arbeitet. Und der weiß Bescheid. Ich bin mir sicher, Pops Leute werden mir liebend gerne helfen. Ich komm wieder, Pablo. Die Penner, die für Pops Holland arbeiten, wissen, was er plant. Sie müssen an sie rankommen. Alles klar, das werden wir natürlich umgehend tun. Wir begeben uns gleich mal direkt auf Reisen. Und wie gesagt, wir müssen mal gerade den Typen anrufen, der uns mal die Waffen bringt. Also einmal hier ich und... Ich bin ein Tick vor. Bin so ziemlich mit allem... Nee, Bargeld haben wir sowieso nicht. Sag mal, Katze, kannst du dich mal aufhören, am Mikrofon zu reiben, bitte? Das wäre sehr toll. Alter! Der fährt mich irgendwann über den Haufen, ich weiß das. Nee, ich hab dich einfach nur so angerufen, weißt du? Ein bisschen nett mit dir plaudern und so. Klar brauche ich irgendwas, sag mal, du Vollhorst. Splittergranate, muss ich Beziehung zu Burke verbessern, aber der Molly ist auch nicht schlecht. Hier kommen wir auch mal... Danke. Kann man auch mal kaufen, ne? Unser Deal ist abgeschlossen. Mach's gut, du Arsch. Du weißt, wie du mich finden kannst. Kann ich mal gegen dein Auto prügeln oder was? Komm her. Oh nein, jetzt kommt die Geschichte wieder. Fahr mich über den Haufen, dann bring ich dich um. Sofern ich noch lebe. Ich schnapp mir mal gerade hier das Auto. Zack. Was hat der für eine Scheibe? Dong. Fangen wir mal hiermit direkt an oder was? Was ist jetzt mit der anderen Mission gewesen? Die war jetzt irgendwie relativ schnell vorbei, diese Autogeschichte. Naja, komm. Hallo? Ich glaube, der Katze geht's zu gut. Legt sich da einfach auf eine Tastatur. Jetzt knusper ist er nicht mehr. Aufnahme läuft aber noch, ne? Ja. Katze. Ich glaube, es geht los. Das ist unfassbar. Na, ich leg mich mal auf die Tastatur, nicht? Hat sich der Fettsack, was er davon hat, nicht? Chillige Mucke aus den 70ern und 80ern. Hier bei Alte Leute FM. Töten! Töten sie! So, pass auf, hier rüber müssen wir. Wow. Und dann? Nee. Geradeaus und da müssen wir sogar tatsächlich gleich schon stehen bleiben. Huch! Hey! Ich wusste gar nicht, dass das schon ein unbefugtes Gebiet ist, sorry. Sag mal! Der legt sich schon wieder auf die Tastatur. Was ist los mit dem Jungen? Gleich schmeiß ich ihn raus, den Pisser. Okay. Was denn? Ist was? Kann ich Ihnen behilflich sein? Haben wir hier, warte mal, befragen. Okay, wir müssen den Typen befragen. Gottverdammte Erkältung. Ist heißer als die Hölle hier und ich muss den Mist ausschwitzen. Was haben wir denn hier noch so schön mit? Unbefugtes Gebiet betreten, alles klar. Haben wir hier denn? Hier ist ja niemand. Hä? Ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Hier ist niemand. Das interessiert die gar nicht, oder was? Naja gut, dann nö. Ups. Bam, bam, bam. Scheinbar interessiert die das nicht, wenn ich hier seine die ganzen Fernseher und das kaputt mache. Oh, guck mal. Geil. Und eins, zwei, drei. Der Sorge bereitet ist, dass der neue Polizeichef die Sache mit den Schwarzen noch verschlimmert. Hey. Als wolle er sie bewusst aufstacheln. Er muss da behutsamer vorgehen. Und eins, zwei, drei. Jetzt kommt die Polizei. Ist das ein Feind? Auch kein Feind. Haben wir überhaupt Feinde? Da vorne läuft zum Beispiel einer. Okay.
Warte mal. Machen wir lieber so. Wir sehen ja, wann der kommt. Und dann pfeifen wir einfach ran. Wartet mal kurz. Wann war das denn? Sehen uns die anderen Typen da? Ne, die sehen uns nicht, ne? Die sehen uns nicht. Gleich geht's dir an den Kragen. Aber bitte vorher nichts. Fragen. Versuch es da drüben. Hey. Hey, come on, brother. It's me. And now it's your day. How you doing? Okay, warte. Hier haben wir Scan. Jambalaya. Jambalaya auf die Eier. Das verlangt doch jeder Freier. So, hier durch. Kommen wir hier in den Eingang? Kommen wir hier irgendwo rein? Das wäre toll. Na, jetzt kann fein, okay. Moin mir aus der Sonne. Naja, Sonne? Was denn für eine Sonne? Ey, dreh dich mal um. Und eins, zwei, drei. Bock die auch gar nicht, ne? Wenn ich irgendwas kaputt mache, das ist denen eigentlich... Habe ich das Gefühl, relativ egal. Oh, Wachposten da hinten. Sehr gut. Scheiße, der geht weg. Da kommen wir auch nicht runter, ne? Wir müssen irgendwie rüber. Aber wir werden da nicht einfach so... Wir wollen keinen Stress. Wir werden da nicht einfach so hinkommen. Wir müssen scheinbar tatsächlich vorne rum. Das ist doch scheiße. Jetzt bin ich extra voll sneaky hier hinten lang gegangen. Hä? Kann man das irgendwie nutzen? Nee. Ich meine, man kann den Gabelstapler fahren. Das ist lustig, das ist toll. Mafia 3 findet das Genre komplett neu. Hey, da liegt ein Toter. Das war ich aber nicht. So, ich bitte, ich hoffe doch, man kann... Ja, man kann hier rein, sehr gut. So, hier müssen wir uns natürlich wieder ein bisschen mehr... Oh, okay. Aufpassen. Du brauchst natürlich wieder ein bisschen mehr Action, ne? Da unten haben wir einen Wachposten, da hinten haben wir einen Wachposten, da ist auch einer. Hört ihr das? Wieso hört ihr das nicht? Na, komm doch mal her. Ach, ist doch scheiße. Ich glaube, ich verliere den Verstand. Ach, Mann, ey. Der bewegt sich aber auch nicht, ne? Ach, schätze, das ist immer noch besser als ein Bürojob. Jetzt kommt er. Sehr gut. Come to me. Ah, there must be somebody. Ist das nicht aufregend? Ja, zieh mal deine Knarre. Dann schaue ich halt woanders nach. Ups. Hier. Yeah. Ich begrab dich mit einem Bürostuhl. Stinkt hier. Und ich bin es nicht. Bist du sicher? Da kommt noch einer. Ansonsten geht das hier eigentlich. Fühle seit einer langen Weile. Da komm mal ran hier. Party hart, Bruder. Party hart. Bah, das ganze Blut an der Wand. Ach, wer macht denn das weg? Absolutely nobody. Yeah. Da haben wir noch einen drin. Aber das regeln wir jetzt. Wie ein richtiger Typ. Wieso kann man hier nicht in Deckung? So, ist das der einzige hier oben? Sehr nice. Ist das dein Ernst? Ich brauch... Brauchst gar nichts. Gar nichts brauchst du. Du bist tot und merkst es nicht. Harlins Schmuggelgeschäfte. Erzähl mir, was du weißt. Der Abwurf findet am Yachthafen statt. An die andere Seite. Ein angepisster Motherfucker namens Butterbean regelt dort alles. Alles klar. Danke für die Info. Arschloch. Ups. So. Gebrüder. Ach, warte mal, ich guck mal nochmal was an, was hier denn. Ach, das ist ein Scharfschützengewehr, okay. Da will ich aber nicht. Nee, da will ich nicht. Oh, die Schusssache Weste nehme ich aber mit. Danke. Sehr gut. Sehr schön. So.
ich verabschiede mich dann mal wieder. Also noch nicht von der Folge, sondern für die Folge, sondern ich verabschiede mich aus diesem wunderschönen Interieur hier. Macht's gut, Freunde. Ich bin da nochmal raus, nicht? Na komm, hoch da. Wir müssen hier schleunigst weg. Wir könnten da, hätten da jetzt zwar noch... Okay, wir hätten noch die Dinger kaputt machen können, das fällt mir gerade ein, aber ist egal. Ist das eine Knarre? Vorsicht, Platz da! Weg! Das sind meine Muckis, du Arsch. Sehr gut, die sind auf der Suche, das ist mir aber relativ wurscht. Wie gesagt, wir düsen Stylomino davon. So. Ich glaube, wir haben ja alles gemacht da jetzt bei der Mesi, ne? Ja, auf jeden. Was haben wir hier? Schmuggel. Schmecke die Taschen halt Pops, bla bla bla. Ah, hier haben wir ein bisschen was zu tun noch. Guck mal, hier haben wir noch Tick 4 Harbor. Butterbean ist der Koordinator der Frachterwürfe. Also hier haben wir ein bisschen noch was vor uns. Innenstadt. Bewiesene Bestechung. Ja, es sind schon noch ein paar Missionen, aber es ist halt fast immer das Gleiche. Bloß, dass sich das Setting immer so ein bisschen ändert, aber trotzdem so vom Sinn her, sag ich mal, ist halt echt immer fast das Gleiche. Das finde ich echt ein bisschen schade. Aber gut. Auch wenn es sich ein bisschen zieht, auch das wird irgendwann rumgehen, Freunde. Was haben wir denn auch schon für einen Radiosender? Wie sieht es denn damit aus? Ich wollte ihm nur ein bisschen Angst machen, den Kleinen. Dem kleinen hotten Boy. Sehr gut. Sehr gut. So. Wir sind gleich da. Und. Gott. Alter, wie weit muss er. Ach, das ist auf der anderen Inselseite, alles klar. Na gut, ich erspare euch einfach mal den Rest der Fahrt. Und ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, morgen um 13 Uhr geht's weiter mit einer weiteren fantastischen, wunderbaren und tollen Runde von Let's Play Mafia 3. Sende vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, liebe Freunde. Haut rein, Arschloch. Bis dahin. Tschüss.